Wir haben hier ein Knallbonbon-Set mit 4 Knallbonbons. Das ist von der Firma Vico. Und das haben wir gekauft im Lidl für 2,99 Euro. Wir schauen jetzt mal, was in den Dingern drin ist. Und ich hoffe inständig, dass da nicht irgendwelche Glitterbomben drin sind oder Konfettibomben. Und dass der keine Funken schlägt, weil unser guter Adventskranz hier könnte nämlich sonst ganz schnell entbrennen. Wir haben hier 2 goldene und 2 silberne. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Hufeisen für viel Glück im neuen Jahr. Ist ja nicht mehr lange, noch eine Dreiviertelstunde zum jetzigen Zeitpunkt. Und ich fange jetzt mal an. Es geht nicht. Moment. Oho. Mal gucken, was drin ist. Mein Mann hat das Ding eher aufgekriegt als ich. Und hier steht, lesen und aufbewahren. Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet, da kleine Teile verschluckt oder inhaliert werden können. Guck, was drin ist. Oh, da ist mal ein Witz drin. Moment. Chef zur blonden Sekretärin. Schauen Sie doch mal im Terminkalender nach, was da für nächste Woche so drin steht. Sekretärin. Montag, Dienstag, Mittwoch. Und drin war ein kleiner grüner Kamm. Ist gut, da können wir nämlich unsere Haare kämmen. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal weiter mit dem nächsten Knallbonbon. Das ist ein goldenes mit einem Schornsteinfeger mit Leiter. Die bringen ja bekanntlich Glück. Und wir tauschen mal wieder die Kameraperspektiven. So, dann versuchen wir es nochmal. Okay. Der nächste Hammerwitz. 2 Taschendiebe gehen aus der Kneipe. Mensch, hast du die herrliche Uhr vom Wirt gesehen? Nee, zeig mal. Damit ihr alles besser lesen könnt, ist, ich glaube, das ist eine Lupe drin gewesen. 2 Taschendiebe, genau, eine Lupe. Nächste ist wieder Silber mit Fliegenpilzen, ob die Glück bringen. Sie sehen auf jeden Fall schön aus, nur essen sollte man sie nicht. Ich reiche die Fliegenpilze mal weiter. Das Spielzeug ist jetzt leider nicht auffindbar, ich lese euch aber den Witz vor. Verlangt ein Mann auf dem Wochenmarkt 2 Pfund Tomaten, erwidert der Händler. Das heißt jetzt Kilo, staunt der Mann. Ach was, nicht mehr Tomaten? Und jetzt kommen wir zur letzten. Das ist die 5 vor 12 in Gold. Und wir haben schon deutlich 1. Januar halb 1. Wir haben jetzt eine halbe Stunde Schießen draußen. Richtig. Erstaunlich, wie viele Leute doch geschossen haben. Dass noch so viele Reserven hatten, war richtig schön draußen. Wie ein richtiges Silvester. Zumindest passt wie ein richtiges Silvester. Jetzt machen wir unser Abschlussbonbon. Schauen, was drin ist. So, unsere 0.30 Uhr Knallbombe. Und? Okay. Wir haben hier einen wunderschönen Ring mit einem Schweinchenmotiv. So, kommen wir zum Abschlusswitz. 2 Bauern unterhalten sich. Sag mal, Willi, raucht dein Pferd? Da antwortet der andere, natürlich nicht. Sagt der erste Bauer, oh, dann brennt wohl dein Stall. Wir wünschen euch alles Gute für 2022 und hoffen, ihr seid gut reingerutscht.